Aber Herodes, der Tetrarch von Galiläa, ließ Johannes den Täufer ins Gefängnis werfen, weil er ihn wegen der Heirat mit der Frau seines Bruders getadelt hatte. Nun? Als wir an das Stadttor von Nain kamen, da trug man gerade einen Toten heraus. Es war der einzige Sohn einer Witwe. Als Jesus sie sah, hatte er Mitleid mit ihr. Er berührte die Bahre und sagte: Ich befehle dir, junger Mann, stehe auf. Da richtete sich der Tote auf und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Frage ihn. Sage, bist du der, der von Johannes angekündigt worden ist? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Meister? Meister, Johannes schickt uns, um zu fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört. Die Blinden können sehen, die Lahmen wieder gehen. Selig ist, wer in mir keinen Anstoß nimmt.